Dann noch Team gehört, aber Deluxe, zweites ja, Wildcard Team okay. Deluxe. Nein, dann gleich Gucken, bei mir. ob Bei sich mir ist dieses einfach Wildcard nur Team okay. Ne, besser warte, mach schlägt doch nicht mal auf. gegen die Hamburger Hänger. Digga, ich höre euch am Anfang. Ein Moin Moin Ja. nach Hamburg, habe ich schon Moin ausgerechnet. Moin Hamburg, obwohl viele nicht in Hamburg wohnen. Ja, Nach Düsseldorf und ich nach komme nicht klar. Ey, ich bin aber mit Nölkern neben mir, das fickt mich voll. Also, Überall ey, hin, also ich konzentrieren schwöre, Sie wie sich, auch ich alle schwöre. herkommen. Ja. Auf jeden Fall, fangen wir direkt an. Wir sehen hier bei dem Wildcard-Team, Chill, das chill, ich Deluxe will mal heißt. wechseln. Ich pack mir die Bombe. Ich mach Schulz, mehr Backup und Burkhardt bleibt Royal, hier glaube mit. ich, Ja, dann Hektik gleich und einmal Bulli. rüber mit mir. Bei Player Hamburger Hänger haben wir Top of Jack, Mate auf. Cameo-san, Wookie-san und den Leader Ey, die Henning. werfen schon Blendgranaten, Junge. Ja. Der Actix holt den ersten, mit der Snip. Ja, ist Von Best. Dach zu Mann, Dach. links, ey, Sauber, Backup. sauber, sauber. Bei mir ist Backcase einer. auf Arm mit Ja, der Sniper. Bleibt mit Haus drin und einer hinten. Jack holt den Bulli raus. Jack ist hinten an der Tonne. Warte, wie hieß das nochmal? Ja. Back Alley. Wie? Back Alley, genau. Back Alley, Yeah, genau. Back Hab ich noch Alley. letztens gelernt von Buddy. Danke an Ja, Internet. also wenn ihr es nicht wisst, Back Alley ist hier hinten bei den. Es gibt ja Leute, die sagen dazu Müll, weil irgendwo ein bisschen Müll rumliegt und ein kaputter Kühlschrank. Nein. Es wurde mir erklärt, es heißt Back Alley, weil das ja hier aussieht wie ein L. Ja, genau, weiß und ich. Weil also. Es auch die Backup-Pose eigentlich. Ihr müsst genau. Back Alley. Back Ja. Alley. Back Alley sehen wir gerade zwei Leute. Ja, und muss auch dazu sagen, es hat euch nicht auch verwirrt, dieses Haus, wo Jack jetzt wieder hinrennt, dieses Spawnhaus, nennt man auch Granny. Es aussieht anscheinend wie ein altes Granny-Haus, deswegen sagt man Top Granny oder das so. Sieht aus wie eine alte Frau? Nee, das AKA Haus, Granny. So wie es eingerichtet ist. Henning Grande holt hier Schutz. Ich weiß Jack auch ist nicht. Im Dönerladen. Oh ja, ja. Kontert zwei hier Henning. 2 gegen 2. Jack holt von hier von Jack, ein. Zwei deutsche Goals. Actix noch, Er sieht Sniper. auch, sieht auch den nächsten. Schön von Actix. Das war jetzt vielleicht... Also Jack nicht mitreden, dass er noch Sniper hat. Ja, und eigentlich, die Zeit ja. ist weg. 1 Zeit zu ist 0 weg. Für die Hamburger Hänger. Ich würde sagen, Line-Up. Haben wir wahrscheinlich. Vergessen. Line-Up haben wir gerade vorgelesen. Haben wir schon? Am Anfang. Da habe ich direkt, direkt, am Anfang. Direkt am Anfang, dass es nicht zu Ach Komplikationen so, führt, aber... ich war gerade ganz woanders. Ja, Alles schau, das klar. hat doch zu Komplikationen geführt, wenn Dennis nicht aufgepasst hat. Okay, kein war ein Ding. Bisschen zu schnell. 1 zu 0 für die ein Hamburger dabei, Hänger. Ich schau mal wieder, was heißt wieder, ich schau mal dem guten Henning zu. Ich schau mal auf Actix jetzt, wie der das snippt. Er Schmeißt so es dann in die Mitte. Wie man es gewohnt ist. Pusht jetzt mit der MP. Nicht broken. Doch nicht. Wieder zurück. Cameo ist aber im Viereck. Wookie holt den ersten. An der R-Bombe. Actix hat da einen am Broken. EMP ist erlaubt, ja? Ja, EMP ist erlaubt. Okay. Bombe ist gelegt, das ist Kamel ist an. Ah, 4 gegen 3. 3 gegen 3. Oh, Henning holt Royal, komm, ich heiße das. Ja, ich glaube 3 auch. gegen 2 noch. Schutz ist eigentlich ein bisschen langsam, 30 Sekunden noch und er guckt dir noch, speckt jedes Eck ab, da muss man vielleicht ein bisschen zügiger ja, da passt zwar einer auf, aber da muss man einfach hin und den. Ja, Henning schön gemacht hin. Hier. Aber Henning ist da. Zweite Kill schon, glaube ich, diese Runde, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, 2er Streak. Ja, und eigentlich eine gute Position, aber die sind an der Bombe, Actix. Will jetzt auch ja, gleich drei, nicht werfen. Nein, gar keine Chance. Da muss einer gucken. Cameo macht da holt ihn auch. Raus. Klasse, würde Cameo jetzt sagen. Klasse. Sein letzten Streams weiß ich, dass er immer gerne isst. Das stimmt, immer schön am Essen. Und so, klasse, und ordentlich die Preise abstauben, würde er jetzt sagen. Ja. 2-0 für Hamburger Hänger. So legen wir auf jeden Fall gut los. Oh ja. Die wollen die Scuffs. Die wollen Scuff, Alter. Jack wieder im Döner. Also, schmeißt sie langer Weg. Wookie mit der Nate gegen Royal. Bei Deluxe sind noch zwei Spiele ohne jeglichen Kill. Da muss auch noch ein so bisschen angeditscht. Wegkommen. Angeditscht. 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 Angebufft. Blech da und angeditscht. Da gerotzt. Da ein bisschen ist sein Spray da ein bisschen rum. Richtung A-Bombe. Bombe ist aber gelegt. Ja. Hamburger müssen jetzt kommen. Oh! Und Cameo. Actix. Quickie über die halbe Karte. Extrem nice gemacht von Actix. Bully gegen Jack hier. 2 gegen 2. Bombe ist gelegt. Bulli ist hier noch im Viereck, hat auch den Lange. Kontakt, ist der hart angehittet, wird auch gepusht von Henning, schön gemacht. Oh, Henning ist da. Oh. Und Schutz gegen Henning. Wookie muss Wookie es jetzt muss regeln. Pushen.
Aber das sollte eigentlich die Runde, oder müsste die Runde werden. Aber Wookie, schafft er nicht. Schafft er nicht. 7,5, 7,5. Oh, schafft er nicht. 7,5, 7,5. Nee, nee. Nächste Runde für Deluxe. Aber ich bin immer noch begeistert von dem Snipe von Actix. Richtig starkes Ding. Wirklich, der stand an der Statue und irgendwo, ich weiß gar nicht wo genau, der Gegner war und der hat ihn nicht mal richtig gesehen, hat einfach so hingequickied über die halbe Karte. Richtig nice. Mal gequickt. Bum, 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 bum. Very, very nice. Absolutely. Absolutely. Ich wollte gerade sagen, 4 gegen 4 noch. Wunderlich. 4 gegen 4 noch. Ja. Unglaublich. Bully Herbig ist gestunt an der. Ja, Bully Herbig wurde auch gepusht. Kamel muss auch raus. Gut, ja. Jetzt sind sie schon Kameo. A, sind sie safe. Royal wird, zieht aber Henning mit der Nate. Jetzt angelegt. Tactic No Scope, aber no. Trifft natürlich keinen. Ja, 3 gegen 3, Bombe ist gelegt. Dudes hier gegen Cameo. Und Royal gegen Wookie. Royal, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, viel zu hohe Jack holt hier noch einen raus. Oh, Jack mit dem nächsten. Und könnte Jack auch den dritten holen, weil das der Sniper ist. Und das müsste die Runde sein. Ja, entschärft jetzt. Richtig stark gemacht von Jack. 1 gegen 3. Ja, muss man auch sagen, Active hat da versucht, einen Quickscope ihm hinterm Panzer zu geben. Hätte er da vielleicht die Pistole geholt und ihn gepusht, hätte er ihn haben können. Hat er ein bisschen zu leichtsinnig gespielt. Aber richtig stark von Jack hier. 3 Leute geholt. Ja. Wichtige Runde hier. Vor allem die Runde safe gemacht dadurch. 3-1 für die Hamburger Hänge. Active ist immer noch Hamburger mit der Snipe. Hänge. Geh mal auf den Jack drauf. Mit seinem Blinker hier Diamanttarnung. Hat er schon 5 Kills? So. Pusht hier auf jeden Fall schöne Nate hier auch. Einfach random reingeschmissen und getroffen. Ja. Hat der Jack einen geholt? Ja, ich hab gerade irgendwie zugeguckt, der, ja, der ist. Der ist Döner rausgelaufen, hat die Nate in den Garten geschmissen, ist direkt über die Mauer geklettert und hinterläuft hier, glaube ich, auch. Mit Henning ist das, ja. Henning wird aber rausgeholt. Wenn Jack jetzt gut anstellt, kann er den auch kontern. Oh, Cameo. Bully holt Wookie, Cameo holt Bully. Also der Royal, wenn du dem zuguckst, was der für eine Empfindlichkeit hat, der wie schnell er sich dreht, ey. Jack kriegt hier einen Hitmarker. Müsste jetzt auch den Typen pushen. Schön gemacht. Schön gemacht. Oh, hat ihn auch. Jack on fire hier, 2 gegen 1 noch. Royal holt Dings raus. Cameo. Cameo. 1 gegen 1. Ja, Dings. Dein besten Homie. Ja, ich will immer Ellie sagen, aber Ellie versteht dann keiner, deswegen sage ich Cameo. Oder ey. Also Cameo heißt Ellie oder der Spitzname ist Ellie? Ne, das ist der Spitzname von ihm. Genau. Aber hat nichts mit Back Ellie zu tun? Nein, hat nichts mit Back Ellie zu tun und. Oh! Wow. Jack mit der Pistole. Erst am Fällen, aber dann mit der Pistole war ausgebügelt. Aber man sieht, dass er ganz früher verschießt, der hört ihn. Ja. Und mit der Pistole. Ja, schneller Finger, mit der. Schneller Finger. Boom, 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 boom. Gerade buff, ich buff dich. Boom, 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 boom. 4-1 jetzt. 3 Runden noch zu spielen. Das Unentschieden haben sie schon mal safe, selber Map. Übergänge. Actix spielt Sniper only, vielleicht sollte er mal was anderes spielen. Vielleicht ist er seinem Team eine größere Hilfe, ich weiß es nicht. Hat zwar 4 Kills gemacht, aber er hätte bestimmt mit einer anderen Waffe viel mehr rausreißen können. Ja. Noch ein paar Situationen. Oh, da hat den ersten. Die Quickie ist über 100 Meter, schafft er aber den Hardscope, der ist nicht drin. Ja. Wookie kontert. 3 gegen 3 nur noch. Wookie schon. Wookie auf A. Jetzt kommt die Nate auf A von Active. Active. Müsste. Nee, die war zu die fail. Nee. Henning und Wookie sind auf jeden Fall hier auf dem A-Spot. Ich glaube, Wookie legt doch gleich. Jo, so ist es. Wookie legt. Henning Spectre. Machen es genau richtig. Henning Spectre hört sich irgendwie einen Namen. Henning Spectre, oder? Ich musste, musste gerade denken an. Ich musste an Dings denken, wie heißt der nochmal? Ich weiß es. Von A-Team oder Hannibal Lecter. Ja. Henning Spectre und Hannibal Lecter. Hannibal Lecter und Henning. Ich meine natürlich, er Spectre, er schaut da hin. Ja, ich weiß schon. Ja, ich tue die anderen. Henning Spectre. Hannibal Lecter und Henning Spectre, das ist doch ein gutes Dubs-Team. Hannibal Lecter und Henning Spectre. Nice, wirklich nice.
Hat ja wie so ein Name. Ja, in dem Fall holt Jack den nächsten 5 zu 1. Also Jack hier auch ordentlich on fire. Wo ich schon 7 Kills oder 8? Weiß es nicht. Ich sag nur ein Jack ist on fire. Schöner Jump hier. Mit X. Ah, er will den Scuff gewinnen. X. Hier Jack 10 zu 2 sogar schon. Also der macht ja ordentlich Dampf. Richtig Rabatz. 5er KD. 5er KD. 5er KD. 5er KD. Danny ja, rechnet immer in KDs. Das ist immer so. Ja. Active hier wieder mit der Sniper. Ordentlich. Armee post hier durch, aber sieht keinen. Aber Hamburger Hänger macht doch immer zu zweit Druck. Zweite laufen. Ja, machen sie immer jede Runde ja. Eigentlich. Henning holt dann immer meistens dann raus, wird aber vielleicht gekontert, aber Jack ist dann immer da und kontert dann wieder und hat eigentlich den Weg fast frei. Hier Wookie und Henning gegen 2. Ja. 4 gegen 2 jetzt. Active hier noch mit der Sniper. Und Jack holt den ersten, sieht auch den zweiten mit der Pistole. Boah, kriegt er mit Pistole? Nein, Cameo holt hinterher. Wird aber geholt. Was war Cameo vielleicht ein Stück zu gierig? Hätte vielleicht mit Jack warten. Ich glaube, er will die messen, oder? Also, Schulz ist auf jeden Fall aus dem Haus rausgehüpft. Hat das Jack mitbekommen? Ich glaube ja. Na, auch nicht so richtig? Nein, hat er nicht. Aber er hat ihn gesehen, ja. Schön gemacht von Schulz, hey. Ist er aus dem Fenster einfach rausgehüpft? Alter. Ich kann mir innerlich vorstellen, wie der Henning jetzt gerade schreit. Diese 2 gegen 1 Situation hergegeben Cameo. Zu haben. Vielleicht dann ein Stück zu gierig gepusht. Aber. Noch haben sie ja den Vorsprung. 5 zu 2, eine Runde gibt's noch zu spielen. Ich bin, ob es ein 6-2 oder ein 5-3 wird. Geh ich mal auf irgendwen drauf. Ja. Das ist für eine wichtige Runde jetzt. Auf jeden Fall. Geh ich mal auf Henning. Also, sind auf 5 zu 2 in den Boxen. Einer macht Backup von dem Bornhaus. Bully hier direkt gegen Cameo. Henning wird hier gesnippt von Active. Oh. 2 gegen 4 jetzt. Die Hamburg-Hänger müssen jetzt kommen. Wookie holt ihn noch schön einen raus, wird den noch tot gestunt. Kennen die Hänger, glaube ich, gar nicht, weil die spielen ja eigentlich nur CSL, da ist ja nur die Blendung noch. Schön, Wookie. On fire. Aber jetzt. Denn nur diese Blendung in CSL. Komm. Ja, so sind wir die letzte Runde. 2 gegen 1. Und da ist 3 zu 5. Komm, ich zum Schluss mal wieder das. Ja. Also Lux ist auf jeden Fall nochmal rangekommen. Hamburg Hänger hat aber einen guten Job hier gemacht. Ah, ich muss mal nebenbei ein bisschen organisatorisches machen. Ja, hört man, wenn man immer tippt. Aber ist ja okay, wir sind ja da. Dafür sind wir hier zu dritt. Eben, und wir laden uns noch irgendwen ein. Aber noch haben wir nicht mal die Hälfte durch, da geht noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, der Horst hat das Spiel beendet. 5 zu 3 für Hamburger Hänger. Gegen Deluxe, das zweite Wildcard-Team. Ja, und das war die Map von Deluxe. Jetzt kommt die Map von Hamburger Hänger und das ist Wade. Da meinte er als kleinen Spaß, kleine Kampfansage an QMZ. Dass sie jetzt auch hier Wade nehmen. Zu so zeigen, wie gut sie darauf sind. Ja, ich hier gerade von Deluxe, dass irgendeiner sagt, hey, du machst mein Internet da raus. Oh, dann mach halt, Deswegen, wir haben Raids, wir geben denen einfach mal 10 Sekunden oder so, dass sich Klassen bauen. Hamburger Hänger sind da immer schnell. Die haben, glaube ich, ein Klassenset für alles. Ja, ja, jetzt AN, einer. Die sind vorbereitet auf jeden Fall. Egal, ob ich verliere oder nicht, das war so geil, Mann. Ich höre ja gerade von Deluxe auch, egal, ob wir gewinnen oder verlieren, das war so geil, Mann. Ich will unbedingt gewinnen, Alter, unbedingt, Mann, unbedingt. Aber die sind motiviert, die sind auf jeden Fall motiviert. Ich denke, Danny hört sie auch, ihr müsst sie auch leider. Die sind auf jeden Fall. Die sind eigentlich spitz, Digga. Ich habe richtig Respekt von allen, für alle, Alter. Richtig gut gespielt, alle spielen gut. Scheiße, ja. Egal. Roman? Jetzt noch eine Map, wer da... Freund ist mad. Ich bin da. Geht's startet. Ja, du müsstest starten, dass es weitergeht auf jeden Fall. Passiert nichts. Ja, ich wollte wissen, ob die ready alles sind. In dem richtigen Team. Ja, wir haben ihn einfach mal 10-15 Minuten gegeben. Hamburger Hänger, weißt du doch. Warum wir, Mann? Ich höre, warum wir, ja. Vorbereitet. Zwar hat gerade auch noch kurz geredet. Du die Waffe und so, aber ich glaube, alles ist safe. Nee, das ist ja, nicht so, Alter. Auf jeden Fall 5 zu 3 für Hamburger Hänger. Oh, andere spielen Map, neues Glück. Komm weiter. Mhm.
wer was spielt. Die haben dafür gesagt, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Richtig geil auf jeden Fall, freuen sich jetzt schon, dass sie dabei gewesen sind. Gegen Hamburger Hänger gespielt haben, ich weiß es nicht, was sie so freut. Oder vielleicht Quickscope? Vielleicht auch, weil Quickscope die ganze Karte. Actix spielt weiter die Snap. Jack hier in der Mitte, ein rotes Bild bei Hamburger Hänger. Jack oh, der Actix, guck mal, die Pose vom Actix, Bolli mit Doppelkill hier. Weil er auf den Treppen hat in die Flascherei geguckt, so. Genau, ich kannte dich nicht. Klar, kenne ich. Ewig. Ja, Bombe kennt alle. Das kenne ich. Mach man nur vielleicht und so wenig. Und Bulli mit seinem dritten Kill und Royal. Oh, schöne Runde. Auf jeden Fall wirklich schnelle Runde. Wirklich schnell. Ich glaube, keiner ist auch gestorben, oder? Ich mich. Auf jeden Fall erste Runde für Deluxe. Oh. Da hat der Royal ordentlich geschluckt. Ja, da war auch das Auto im Weg. Das fängt auch immer noch ein paar Salven, ein paar Schüsse ab. Das checken die meisten Leute nicht. Das ist halt so hinter Gegenständen. Checken gar nichts, ey. Ja, auf jeden Fall schöne Runde auch vom Bulli hier. Mit drei. Gehen wir doch mal auch drauf. Oder ich geh mal drauf. Video, glaube ich, auch mit Rauch. Wir haben wir Hänger, geht auf B. Ja, da wird auch ordentlich gespayt schon. Actix hier mit der Snipe. MG? Ist da irgendwo MG gehört? Bulli sieht da auch einen. Wird ja fast gepusht, muss ich jetzt zurückziehen. Cameo, die 2. Oh, Shoots hier gegen Jack. Cameo, Granate, hau ab da, hau ab da. Henne gegen Actix. Glück gehabt. Bulli hat ihn aber gesehen, muss ich jetzt eigentlich 3 gegen zurückziehen. 2. Holt schön hier Ellie raus. Mal vielleicht auch wieder ein Tick zu gierig. Aber ja. Und Henning Bulli. Allein. Also der Bulli ist ja der ist wirklich on fire. Ja, da, in der Situation. Es wird eng. Das wird spannend. Da wird Henning wieder schreien. Ich höre ihn in meinem Ohr, wie er schreit. Das könnt ihr nicht machen. Ruhig spielen, Leute. Oh nein. Ja, auf jeden Fall 2-0. Legen hier ordentlich los. Ordentlich. Ordentlich los. Da steht jetzt overall 5-5. Genau. Ja, auch Bulli 5-0, also der hat die ersten beiden Runden richtig stark gespielt. 3 Kills und 2 Kills. Ja, wird auf jeden Fall ein B-Go von Deluxe. Ja. Okay, holt Bulli raus, damit er den ersten Tod passiert jetzt. Ogi Ogi oder Bulli Bulli? Ogi Ogi? Wogi Wogi. Ja, Wogi Wogi. Gut, noch mit seinem ersten Kill diese Runde. Jack hier gegen Shots. Oh, eben weil du deinen ersten Kill. Es muss noch Cameo kommen, dann haben alle einen Kill zumindest. Bei der Cameo, da müsste eigentlich einen sehen gleich, aber. Oh, Actix ist hier tot gestunt. Wie sieht die denn aus? Gegen einen. Noch der Actix mit der Sniper, wird aber auch gesehen. Und Cameo. Und vierfach Sniper. Und Cameo auch mit seinem ersten Kill. Also, jeder hat, glaube ich, diese Runde einen Kill gemacht. So muss Teamwork laufen. Gemacht. Schau ich mir mal den Angriff an von Hamburger Hänger. Ich mach den Jack, der macht die Mitte ein. Jetzt nur ein paar kurze Sprays. Wird aber jetzt draußen noch von Schutz. Oder Schutz. 4 gegen 3. Noch jetzt im Rage schon weit vorne. Mitte sieht Wookie jetzt ein an Asters. Wird aber rausgeholt von Schutz. Schön von Schutz. Da haben sie ein bisschen abgelenkt bei Asters. Ja, haben sie gut gemacht. Weil noch 4 gegen 2. Gut Shot. One Shot. Auf jeden Fall 2 gegen 4. Vorteil für. Deluxe war es, ja. Deluxe. Einmal, wo Hamburger Hänger ist. Henning hier mit dem Bulli Kontakt wird aber rausgeholt. Und Schutz. Keine Chance. Ja, 3-1 hier für Deluxe. 6-6 steht's. Overall. Das wird hier, glaub ich, spannend. 4 Runden werden hier noch gespielt. Das ist jetzt jeder wichtig. Vielleicht sehen wir unsere erste Verlängerung. Wir werden es erfahren in wenigen Momenten. Die Spannung steigt. Also Actix, der spielt ja wirklich only Sniper. Und Pistol natürlich. Aber hier vielleicht finde ich ein bisschen effektiver als auf Standoff. Auf jeden Fall ein Argo jetzt von Deluxe. Ja.
Actix hier auch oben in der Lounge mit der Sniper. Bulli hier gegen Henning Grande mit der Nate. Der ist, glaube ich, mal für A zuständig, so wie ich das weiß. Nee? Doch, Jack hat schon da verschoben. Guckt über Money raus zu A. Die anderen beiden sind noch bei B und Mitte. Jack hat auf jeden Fall einen gesehen. Und die Nates, überlebt er sie? Gut gemacht hier. Und die zweite aber nicht. Die erste noch schön ausgelegen und dann kommt direkt die nächste. 4 gegen 2. Camille ist noch gegen Schutz. Camille ist gegen 3. Bombe ist, glaube ich, auf dem Weg zu A. Sind da auch alle bei im Wilver drin. Rauch kommt dann auf den Spot. Ja, Ellie. Ellie ist Money. Sieht da jetzt auch 2. Und nicht mal den ersten leider. Hat er jetzt gesetzt. Ja, 4 zu 1. Damit geht Deluxe das erste Mal in Führung, oder? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Overall, meinst du? Ja. Ja, 7, 6 steht's. Genau. 3 Runden noch. Aber egal, muss ich jetzt fangen. Das ist ihre Map. Auf jeden Fall. 3 Runden gibt's noch zu spielen. Richtig stark drauf. Gegen Jack und Henning. Hier noch nicht. Auf der Map. Jack war Standoff-Maschine. Raid ist ja noch nicht ganz da. Royal holt Henning Grande, damit schon die frühe Unterzahl für Hamburger Engel. Oh, Royal gibt und holt ihn mit der Star. Oh, da wird er fluchen. Hat angeditscht und dann noch die Flash hinterher. Ja, sieht auf dem Papier wieder nach der Runde für Deluxe aus. Ja. Wäre auch eine wichtige Runde dann. 4 gegen 2. 3 gegen 2. Jack und Wookie müssen das jetzt regeln. 5-1. Dann ist die... Also nicht unmöglich, aber... Jack holt den ersten. 2 sind es noch. Einer ist bei... Beide sind so ein bisschen bei A. Kontakt. Der holt hier ein, legt die Bombe. Legt jetzt, und er kommt jetzt, er kommt. Er sieht ihn, er sieht ihn aber nicht. Er sieht ihn nicht. Und gibt den Quickscope. Ja, 5 zu 1 für Deluxe. Hamburger Hänger muss jetzt beide Runden, die noch zu spielen sind, holen. Ja, 8 zu 6 für Deluxe. Sollte Deluxe die Runde holen, haben sie gewonnen. Wer muss sich danach bereithalten? Genau, ich gucke. Das Spiel vor was mit Peten. OX. Ja, genau. Ich glaube, jetzt Peten kommt Team 5, Peten vs. No Mercy. Also, Peten, ich hoffe, irgendwer schaut zu. Peten, du weißt, Claymore verboten. Claymore ist verboten, Peten. 5 zu 1, noch 2 Runden sind zu spielen. Bulli mit 8 zu 2. Ich weiß gar nicht, ob sie schon wissen, dass sie nur eine Runde brauchen. Die spielen auf jeden Fall extrem gegen sie. Also das heißt, die wissen, worum es geht. 2 Nades sind schon weg von Hamburger Hänger. Da ist auch der erste Kill weg. Beim Bulli, da habe ich das Gefühl, der spielt hart, oder? Der ist so schnell gefallen. Hat auch gutes Ende. Henning Grande kontert 3 gegen 3. Oh, und Jack holt den Bulli. Schönes Aim. Also für Hamburger Hänger geht es jetzt schon richtig um die Wurst. Dürfen dir keinen Fehler erlauben, müssen jetzt die Runde holen Actix und die nächste auch. 2 gegen 2. Schwitzen geht los jetzt. Der erste wirklich richtig spannende Match. Beiden Seiten. Oh, Jack hört da einen und schießt dann auf Verdacht. Und kann ihn fast rausholen. Dann hat er ihn irgendwo laufen und hat direkt geschossen. Hätte vielleicht ein Stück warten müssen. Sind auf jeden Fall sehr defensiv. Jack ist hier in der Mitte. Der Gegner bewegt sich. Einer auf A, einer in der Mitte. Sind nebeneinander gerade gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier ist auf der Karte. Also auf A. Ich glaube, auf A soll jetzt gelegt werden. Jetzt sind sie, treffen sie aufeinander. Auf B meinst du? Ach B, okay, Fail. Schutz legt die Bombe über B. B wird auch gelegt. Und Jack holt dir den ersten. Ah, Jack holt ihn. Wird geholt. Und auch den zweiten. Oh, schade, hier war zu rot. Ja, Schutz jetzt hier. Aber Henning muss ihn haben und so. Da hat Schutz falsch spekuliert. Ja, das Schwitzen ist angesagt. Entweder Sieg
schwitzen. Oder Niederlage, oder? Oder nein, Sieg oder Verlängerung. Verlängerung. Oder Niederlage für Hamburg Enger. Für Deluxe. Yes, ich meine ja, Deluxe, Deluxe, halt Deluxe Sieg, genau. Für Deluxe, der gerade vorne liegt, entweder der Sieg jetzt mit der Runde oder das Unentschieden. Könnte auch die erste Verlängerung werden. Ho, 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 die Spannung ist da. Hätte ich nicht, ehrlich persönlich nicht mitgerechnet, dass das nochmal so spannend wird. Hamburg Enger regelt das. Jetzt wird es natürlich entscheidend. Danny, vielleicht, mal die, große, vielleicht mal die große Karte einblenden, Danny. Das ist ein B-Go. Große Karte. Oh, mit mächtig Dampf ist der Hamburg Enger. Legt auch schon jetzt durch Wookie auf B. B wird schon gelegt, ja. Das macht jetzt Dings zu Deluxe zu defensiv. Oh, 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 ich wollte alles riskieren. Oh, ja, also das müsste jetzt die Runde für Hamburg Enger sein. Ja. Bombe ist gelegt, alle vier noch am Leben. Meine Kameo Presse, holt den ersten spannend jetzt, Kameo. Ich weiß nicht, ob ihm bewusst ist, dass er sich nicht bewegen kann. In der Mitte zwei von Deluxe jetzt. Gegen Henning. Kommt und auf, Wookie und Kameo hat ihn und so. Zwei gegen einen. Drei gegen einen. Sorry. Und das müsste ja, gegen drei. Die Verlängerung jetzt sein. Wir haben die Maps aber hier gelost. Was ist die Verlängerungsmap? Express ist die Verlängerung. Bis vier. Musst du dann lehnen mal ZZ. Guck dir mal die Empfindlichkeit von Royal an. Boah. Mindestens 11, ey. Also wir sehen unsere erste Verlängerung auf dieser Map, in unserem Cup heute. Da ist das 3 zu 5, der Kill noch. Das ist leider nicht entscheidend. Bis 4 einfach nur, oder? Ja, genau. Jeder war eine Seitenwechsel bis 4. Genau, okay. Aber 4 ist Ende. Ja, ja. Verlängerung gibt es hier. Unfassbar. Das hast du nicht gesehen. Schön zurückgekommen von Hamburg Enger. Egal, Chef. Ihr habt Oha, Express? Ihr habt 3-5 von 5-3 gespielt, also unentschieden. Also spielt ihr jetzt die Verlängerungsmap, die wir gestern gelost haben. Das ist Express. Ihr spielt jetzt bis, wie viel geht's? Bis 4 Punkte. Bis einer 4 okay. Punkte hat. Also jede Runde Seitenwechsel. Und wenn einer 4 Punkte hat, hat er so gesehen, das Match gewonnen ist eine Runde weiter. Deswegen baut sich eine Klassen, wir starten dann eigentlich fast jede direkt. Runde wechseln? Jede Runde wechseln? Jede Runde ist Wechsel, bis einer 4 Punkte hat. Das ist Seitenwahl, okay. Roman, okay, ist eigentlich Messerrunde, oder? Ja, wenn das Spiel wenn weiterhin die sich nicht einziehen, ja, bleiben ja beide. Wir starten dann direkt. Ich hab alles fertig, Hamburger Enger ist bestimmt eh fertig. Gutes Spiel, bis dann. Es ist halt nur, wenn die sich dann nicht einigen können. Voll korrekt, ist hier voll korrekt. Achso, wenn die so bleiben, wenn mir jetzt keiner was sagt, erklärt, genau, wie es weitergeht und so jetzt. Ja, Jungs. Ey, bestimmt spannend. Also, ich glaube, die Wildcard, die freut sich auf jeden Fall. Bei Twitch ist gerade zu Ende, ja? Also ist gerade 5-3. Die Jesus sind auf jeden Fall voll dabei. Warum ihr hört mich echt dran, dass ich das Punktelimit wieder auf 8 mache? Ich hab's ja jetzt auf 4. Ja, Argent Türken. Anschlagen in die Charts. Jungs, wir haben Argent Türken. Argent Türken. Und Spanier, und Spanier. Ey, Spanier. Die pushen sich auf jeden Fall nochmal alle, alles zu geben. Wird bis 4 gespielt. Bei Twitch, der Baum hier redet, der kann uns hören, ne? Guck mal, ob die gleich reden, der Baum und wir. Also alles, was ihr sagt, Jungs, Deluxe, das ist auch im Stream zu hören. Ein bisschen leiser, oder? Man hört euch. Könnt ihr somit auch eure Eltern oder Mütter. Wie heißt Eltern oder Mütter, oder nur die Väter? Ihr könnt alle grüßen. Jungs, wir gehen auf A. Außer die Großen sind dann nur Oma oder Opa. Der Actix überraschenderweise mit der Sniper. Wer hätte es erwartet? Ja, es wird auf von Argo. Von Deluxe. Langsam ist Argo. Ja, Henning hier erstmal mit der Starter-Nate. Henning. Das ist auch voll MP. Ist aber in einer guten Situation jetzt eigentlich. Sieht auch den zweiten. Henning mit dem zweiten, sieht den dritten. Da hätte er vielleicht weggehen müssen, aber schön 1 gegen 2, Cameo und Jack noch. Gegen Schutz. Haben wir gleich wurde noch nicht gespeckt. Wir machen eigentlich von beiden Seiten A zu. Ja, Schutz hatte auch einen gesehen, wurde auch angehittet. Er ist jetzt rechts in der Ecke. Schutz
Guck rechts, diese waren so nah, nah beieinander. Ja, diese Karte wird, ist echt geil, ey. Ja, aber ist noch nicht vorbei. Er guckt immer links und rechts. Noch. Er wird jetzt gleich. Rechts, ich denke nicht, dass er rechts gucken wird. Er wird eher links gucken. Da ist er hochgeklettert. Ja, aber er ist nicht hochklettern. Oha! Den kann er nicht rausnehmen. Er hat geschluckt. Er hat auch ein bisschen zu früh aufgehört zu schießen. Aim-Fail gehabt. Ja, und Umzug. Und Kamera schön gemacht. Glück gehabt, Glück gehabt. Auf jeden Fall. Aber Schutz war ein bisschen fail. Cameo, ey. Mein Gott. Klasse Cameo. Definitely. Ja, erste Runde. Wird nur bis 4 gespielt, also wirklich jede Runde ist jetzt wichtig. So, der packt die Sniper einfach nicht weg. Der, egal, der wird hier Newton in die Mitte mit der Sniper rushen. Kein Ding. Ja, also ich finde, auf Raid war sie jetzt extrem gut. Standoff hätte man sie weglassen können, aber hier ist sie. Und da hat der Henny ihn sofort schon geholt. Ja, also schön gemacht hier. 3 gegen 3 noch. Jack und Bully. Schulz holt Henny, 2 gegen 2. Royal versucht zu hinterlaufen, kommt jetzt über Bridge. Da ist aber keiner. Die sind beide im A-Haus drin oder beim Zug. Schulz mit Doppel. 1-1. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar spannend. Das hast du nicht gesehen. Hektics, ja, sagen wir nicht, was das spielt. Gehe ich mal auf den Royal. 1-1 auf jeden Fall. Schulz mit 5 Kills schon in 2 Runden. Richtig steil. Jetzt, das wird jetzt ein B-Go. Bombe wird gleich gelegt auf B. Aber kommt eine Granate. Armeo. Da muss schon der erste deren Bridge pushen. Die haben eigentlich alles gut zu. Beide Bridges sind zu. Bully holt Jack. Bookie ist noch im Zug. Henning holt Actix. Cameo holt Bully. Aber gerade wenn sie auf B gehen, verstehe ich nicht, wie sie das Sniper spielen. Tja. Bookie ist noch im Zug auf A. Der Schutz ist im Aufzug. Gegen 3. Hm. Na, rechnet wohl damit, dass sich einer zeigt auf B, aber da kommt keiner. Nee. Müssen sie wissen, dass er tot ist, weil man kriegt ja die Nachricht, Bombenträger gekillt. Plus 150. Ja, kann er nicht mehr rausziehen. Schutz. Cameo. Hat seinen Freund und Helfer direkt beschützt. Ja, so ist das. So ist das. Da gebe ich dir recht, lieber Baumi. Ist das 2-1 hier für die Hamburger Hänger? Ja, das ist natürlich nochmal ein Tucken spannender. Weil das diesmal weiß jeder, wann das Punktlimit erreicht ist. Die Zahl 4 rückt immer näher. Auf B wird hier gerade übelst. Fliegen die Stunts. Beide sind richtig gestunt. Royal wird schon wieder gestunt. Dritte Stun, die er frisst. Jetzt hat er den Buckel gepusht. Hamburg hier ist jetzt auf B. Schutz holt den ersten. Sieht auch den zweiten. Ja, auf den Gleisen sind so ein paar Leute. Ja, alle glaube ich, außer einer. Bombe ist auf B gelegt. Schön hier von Schutz. Wunderschön. Sieht da auch Jack, aber Jack am Headlitch. Keine Chance. Schön gemacht von Jack. 2 gegen 1 jetzt. Schönes Emblem hat der Cameo da. Dark Knight. Ja, hat er schon. Das schimmert so cool. Richtig cool gemacht, irgendwie. Na, jetzt hat er natürlich keine Chance. Jack holt Actix. Der immer dauerhaft die Sniper spielt. Das stimmt. Ist das, Leute? Ich kann euch schon so nebenbei sagen, falls ihr jetzt erst einschaltet oder ein Spiel verpasst habt, wir werden natürlich alle Spiele auf YouTube hochladen. Wie ich da auch schon gehört habe, ist Rookie da sogar schon fleißig dabei, ein paar hochzuladen. Also die werden vielleicht morgen oder morgen alle oben sein. Da könnt ihr euch jedes Spiel nochmal einzeln anschauen.
Ja, aber ich denke, okay, eher übermorgen. Ich weiß nicht, wie wir es zeitlich machen, weil morgen geht es hier direkt weiter. Das ist ja heute erst der Anfang. Heute ist ja eigentlich nur das Qualifying. Ja. Wir sind jetzt auch schon ordentlich morgen dabei. Morgen ist ja der Main Day. Genau. Wookie ist schon oben im A-Haus drin. Hat einen in den Zug laufen sehen. Ja, dann gutes Headset, der hat dann auch gehört. Wer ist denn danach dran? Das kann ja die letzte Runde sein. UX gegen. Nee, Schmarrn. Nee, kann Team, nicht sein. Team. Nee, Schmarrn, was sag ich dann? Team 5 gegen No Mercy. Okay, No Mercy gegen NZ, genau. Dann haben wir die halbe Stunde Verzögerung auch drin. Mommy? Ja? Diesmal werde ich im TS. Ja. Gehört. Ja, und Jack hier mit der nächsten Runde und das 4-1. Damit Hamburger Hänger weiter. Herzlichen Glückwunsch daran. Dafür, eher gesagt, ich gehe nochmal kurz ans Headset und sag. Und dann ist das nächste Team schon dran. So, jetzt haben wir das erste PSL-interne Duell. EMZ gegen No Mercy. No Mercy ist ein bisschen spät noch dazu.